Servus Leute, herzlich willkommen Uwex Motovlog. Heute, oder Vlog, wie sagen wir es, keine Ahnung, Vlog Nummer 2 heute. Oh, wie geil. War Wahnsinn. Ja, ein Wunder. Eigentlich hätte ich es heute gar nicht geschafft, weil mein Motorrad war kaputt. Ganz, ganz blöd. Habe euch ja erzählt, dass ich da diese Sache am Nürburgring gewonnen habe. Und dann war ich natürlich da. War natürlich auch die Hälfte wurde abgeblasen mit dem Fahren auf der Strecke wegen dem Wetter, nur geregnet und auf der Rückfahrt auch fetter Regen. Ja, und auf der Rückfahrt ist mein Tacho ausgefallen, nur wenn ich das Licht ausgemacht habe, lief er. Ja, und dann habe ich das gestern mal durchgemessen, aber natürlich viel zu wenig Spannung drauf, das ganze Ding wurde nicht mehr geladen, richtig beschissen. Ja, könnt euch ja vorstellen, Panik dann, ne? Hab mir gedacht, ja toll, morgen endlich wieder geiles Wetter und Motorrad läuft nicht. Boah, das sieht so geil aus. Und ja, dann habe ich die ganze Kiste aufgeschraubt heute Morgen. Und dann war der Laderegler durchgebrannt. Also die Kabel davon. Zack, zu Obi, ein paar neue Kabel geholt, Verbinder. Jetzt läuft wieder alles. Ja Leute, habe ich ja versprochen, Motorradvorstellung. Da ist das gute Stück, die R6. Hey. Ja, toi toi toi. Ja, Baujahr 2002. 120 PS. Ich fahre sie auch offen. Ja, ein paar Sachen habe ich natürlich dran gemacht. Und zwar fangen wir mal an mit dem Auspuff. Der ist von Storm Myth. Das ist dieselbe Firma. Finde die auch recht günstig für geile Qualität. Ja, ohne DB-Killer knallt der natürlich auch ordentlich. So geht's weiter. Hier Kennzeichenhalter. Da habe ich verkürzt. Hinten den Reflektor auch nur so ein Stück rauskommen lassen. Der TÜV meint das okay so. Aber ich hasse das Teil, wenn das bis hier hängt. Sieht richtig scheiße aus. Ja, ganz kleine Kennzeichenbeleuchtung und kleine Blinker, alles mit E-Nummer. Ja, sorry, Karre ist natürlich nicht geputzt. Dann geht's weiter. Hier mein wunderschönes Schweißband von MotoGP. Trotzdem teuer die Sau. 10 Euro bei eBay. Aber gefällt mir halt besser so. Für den Straßenbetrieb natürlich rein nur für die Optik. Aber auf der Rennstrecke ist halt schon mehr Sinn dahinter, falls das Teil überkocht, damit nichts runterläuft auf die Bremsen und so. Ja, Griffe von Harris. Fand's einfach besser von der Optik. Ich finde jetzt im... Hallo? Hallo. Im Grip finde ich jetzt natürlich... Merke ich da besonders, nicht besonders viel. Jo, was habe ich noch gemacht? Scheibe ist Racing-Scheibe. Seht ihr hier, die ist gewölbt. Und ganz bewusst habe ich die in klar genommen. Obwohl jetzt viele sagen, nimm die doch in Rauchgrau, in Schwarz. Aber mein Visier ist schon Rauchgrau. Und also getönt. Ja. Und wenn du natürlich krasse Geschwindigkeiten fährst, dann gehst du mit dem Kopf hier ein bisschen runter. Und dann sehe ich nichts, wenn das auch noch rauchgrau ist. So, das ist vielleicht auch noch cool zu sagen. Hier habe ich Felgenränder angebracht. Hab die auch extra in weiß genommen, weil das Moped hat schon zu viel Rot und jeder Arsch hat rote Felgenränder. Ich finde weiß schon cooler Kontrast. Dann habe ich hier vorne SMD. Warte, ich zeige euch das mal. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich habe die Standlicht SMDs drin. Also so LED-Birnen. Und Abblend- und Fernlicht ist von Bosch plus 90. Die sind schon extrem hell und weiß und nicht so fies gelb.
Ja, dann suche ich mir die ganze Zeit schon Arsch ab nach der Sozius-Abdeckung für das Bike. Und das ist so unverschämt teuer gebraucht. Es wird so unverschämt teuer angeboten und gehandelt. Es liegt immer so zwischen 100, ja meistens liegt es zwischen 150 und 200 Euro und zu teuer, ganz klare Sache, niemals. Ja, Spiegel hatte ich auch mal andere drauf. Aber ich habe wieder die Originalen drauf, weil ich sehe mit den anderen nichts. Vor allen Dingen, wenn die Rennleitung hinter ihm ist, musst du viel sehen können. Aber wir fahren ja alle anständig, von daher. Ah, krass. Wenn hier nicht die Krombacher-Werbung gedreht worden ist, dann weiß ich natürlich auch nicht weiter. Mischen Sie sich jetzt da ein? Bitte? Warum mischen Sie sich jetzt da ein? Ich kann mich hier überall einmischen. Ich finde so Shopperteile echt schrecklich. Ja, so ab und zu geht mal so eine moderne Harley geht manchmal. Das finde ich manchmal cool, aber so dieser Style hier, schrecklich. Mein. Ja, mein Gott, schieb das Auto doch durch die Kurve. 25, leck mir am Arsch. Kennt ihr das, dass ihr auf dem Motorrad von so Passanten immer böse angeguckt werdet? Ich meine, egal wie man fährt, man wird böse angeguckt. Dieser Motorradfahrer ruft, der ist so durch. Typen in Leggings. Wahnsinn. Boah, hat der mich erschreckt. Boah. Scheiße, ich dachte, da steht der Sensenmann gerade. Jo, peace, Leute, das war's für heute. Es hat euch gefallen. Nächster Vlog kommt am Wochenende, denke ich mal. Mitte nächster Woche, wenn wir gutes Wetter haben. Macht's gut, bis dahin. Peace.